Blümchen erleben mitten in der Nacht bei Regen. Und zwar war ich unterwegs und habe Blümchen gesammelt. Und ab einer Kräuterkundestufe sind wir auch nach oben gestiegen. Ich hätte keinen Bock mehr, aber jetzt 50 Millionen Kamille-Sachen zu sammeln. Und ich habe gerade gefunden. Hier. Und ich weiß nicht, ob jetzt was ist und nicht, ob ich das hier im Dunkeln untersuchen sollte. Oder vielleicht lieber nicht. Aber hier liegt random. Da, was machst du da? Hat ein Pferd. Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht genau, was da passiert ist. Also ich weiß es nicht, ob wir hier was jetzt zu erfahren oder nicht. Und ob es eine gute Idee ist, im Dunkeln hier zu sein. Jetzt mal weiter nach oben. Vielleicht ist es ja runtergestürzt. Weil, ich wollte ja nicht, habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt, nicht unbedingt schlafen gehen, ne? Ist nichts. Ich finde es auch so komisch, ich war jetzt halt unterwegs hier und bin gelaufen. Ich habe. Ja, wer springt denn noch nach hinten? Wir haben uns den Fuß gebrochen. Verstaucht meine. Beide übrigens. Was ist das denn? Komm, mein Lieber, du musst nur einen Schritt machen. Okay, ich darf da halt nicht hoch. Hier darf ich hoch. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich dachte, wir haben jetzt hier irgendwie so. Können ein paar Leute zur Rede stellen oder sowas. Nachts natürlich, weil ich sowas am liebsten mache. Aber hier ist halt wirklich gar nichts. Also liegen hier immer wieder random irgendwelche Leichen? Ich meine, klar, wir haben jetzt schon gehabt, dass ab und zu jemand an einem Baum hängt. Aber das ist doch jetzt auch komisch, oder? Wir sind jetzt halt hier bei Rattay. Und hier oben auf dem Weg, okay. Hey, ich würde jetzt einfach mal sagen, abgestürzt. Bin ich da. Jetzt quasi hier hoch. Naja, gut. Wenn ich Schnellreise mache, läuft er außen rum. Gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ist das die richtige Richtung? Ja. Ich glitsch mich vielleicht hier runter. Mal gucken. Ah, das ist ein bisschen schade. Okay, dann hätte ich jetzt die Aufnahme quasi noch nicht so richtig starten müssen. Sagen wir es so. Na gut. Finde ich sehr, sehr, sehr schade. Aber vielleicht können wir jetzt. Ich latsche jetzt nach Rattay rein. Bleib stehen. Ich muss dich durchsuchen. Warum? Was haben die denn Hörst du mich? immer? Was haben die denn immer für Probleme? Ich habe nichts Weshalb? dabei. So lautet mein Befehl. Ja, super, ne? Ich verstehe das nicht. Ja, hier, ich mach mal keinen Stress. Wie du willst. Alles in Ordnung. Du kannst gehen. Weil ich nachts hier bin? Liegt es daran, weil ich nachts hier bin? Irgendjemand muss doch was mit. Oder meine Sachen. Weil meine Sachen so kaputt sind, oder? Dass ich deshalb immer irgendwie angesprochen werde. Ach, Schloss knacken. Ich komme hier gar nicht rein. Okay. Was? Wie komme ich jetzt? Na komm. Okay, also ich weiß nicht, ob es jetzt an meinem Look liegt. Ganz schön schlimm, ne? Voreingenommene Typen hier. Wie im echten Leben. Die mögen meinen Look nicht. Ist halt ein bisschen kaputt und dann wird man vielleicht gleich als Gauner? Gauner abgestempelt. Rechner gerade was Komisches gemacht. Naja, gut. Also ich weiß nicht, ob Heinrich hier heute noch lebend ankommt. In der Mühle. Ich hätte mich jetzt auch kurz hingelegt. Wir kommen da jetzt nicht so rein. Dann werde ich ganz früh am Morgengrauen die anderen Quests annehmen. Eine nach der anderen. Eine nach der anderen. Genau. Deshalb. Wir sind heute noch in Rattay. Und
mach da die Sachen, die da sind. Da gibt es ziemlich viele. Also Auftraggeber gibt es noch ein paar. Ah, aber auch diese normalen Quests. Und ich würde mal die normalen Quests ausprobieren. Das würde ich mich jetzt mehr zu hinreißen lassen wollen als diese Auftraggeber-Sachen. Die gehen nämlich nicht mehr weg und das irritiert mich so dolle. So ist hier die Tür offen. Ich habe alle Sperrangel weit offen gelassen. Sorry, Leute. Aber es ist ja auch nicht zugeschlossen. Ich meine, man schließt ja nicht zu. Vielleicht Ansichtssache wieder hier. Wie das so ist. So, dann das heißt, wir pennen. Und dann gehe ich halt früh morgens einmal dahin in die Stadt. Und wir gucken mal, was sie da für Quests haben. Ja, wir wollen ja nicht übertreiben. Da ist auch die Gesundheit wieder oben. Dann passt es so, es ist hell und wir können. Ich würde mit Theresa zwar vielleicht auch nochmal auf ein Date gehen, aber das hebe ich mir für irgendwann später auf, wenn wir zu viele Prügelaktionen oder so hinter uns haben. Das würde ich echt ein bisschen nach hinten schieben. Nehme ich was mit oder packe ich was weg? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Quest annehme, ob wir da ein Problem haben, wenn wir uns auf einmal prügeln müssen oder so. Und dann habe ich nachher, wenn ich meine kaputte Rüstung an, die ich auch reparieren lassen möchte. Also wir gehen shoppen. Also entweder reparieren oder shoppen, je nachdem. Das auf jeden Fall. Die Pflanzen sind echt schwer. Okay, ich habe auch ein paar Sachen gesammelt. So ist jetzt nicht, aber es, ja. Ich lasse die Sachen an. Lass die Sachen an. Wir gehen raus. Wir nehmen Hundi mit, falls ich unterwegs Fleischer sehe. Hallo. Danke. Falls ich unterwegs einen Fleischer sehe. Das heißt, schöner neuer Tag. Wir starten frisch fröhlich rein. Ab nach Rattay. Neue Aufgabe holen. Ich möchte noch nicht diese anderen Sachen machen. Die mache ich erst, wenn ich wieder nicht irgendwo hin darf. Weil wir haben ja hier so ein paar Aufgaben in Rattay. Das würde ich mir jetzt anschauen. Wir können ja auch von unserem Hauptmann eine Aufgabe holen. Und ich glaube, vom Vogt oder so bestimmt auch noch, ne? Ich glaube, da sind noch so ein paar Sachen offen. Ich nehme schon wieder nicht das Pferd. Ach, egal. Laufen wir dahin. Laufen wir dahin, ist ja alles gar kein Problem. Ist es schon, aber egal. Einfach egal. Ich hoffe, dass jetzt schon jemand wach, bei dem wir die Quests annehmen können. Ich nehme nicht alle auf einmal an, ne? Das außer, also eine können wir vielleicht noch nicht machen, dann würde ich die nächste annehmen. Aber erstmal so, ich komme doch sonst wieder krass durcheinander. Oder ich verbasel was. Wenn ich dann hier irgendwelche Zeitsachen habe und das schon wieder nicht mitbekomme. Ich habe da Talent für. Wollt ihr mich auch noch durchsuchen? Ne, wollen sie nicht. Ich den ja hier fast angenommen. So, in der Burg gibt es zwei Quests und Auftraggeber gibt es auch noch. Was haben die denn für einen Auftrag? Bartek. Landstreicher, ist er das mit dem Auftrag? Kann sein, ne? Landstreicher? Eine Aufgabe für mich interessant. Als Auftraggeber, ne? Geh jetzt erstmal hier. Machen wir erstmal hier diese Sternchen mal Quest. Musste auch da unten sein. Okay, dann bleiben wir jetzt erstmal im Bettlerviertel. Ich nenne es jetzt mal so. Hier vorne in dem Bereich, wo die Leute aus Scarlet sind. Ich meine, da gehöre ich ja auch irgendwie dazu. Heinrich, du gehörst dazu. Du bist auch aus Scarlet. Wir haben eine Aufgabe. Scheinbar. Wie es hier aussieht. Der heißt Pickel. Das Schwein, weiß nicht genau, was mit diesem Schwein ist, aber schon irgendwie komisch. Ach, Bettlerin Jana, ich erinnere mich. Da musste ich schon mal einen Konflikt lösen. Wieso weiß ich sowas wieder, Andere Sachen vergessen. Aber sowas ist klar, ne? Du
Hunisch. Hunisch! Wir haben... Nein, nicht der. Das war doch der damals die Sachen nicht bezahlen wollte bei meinem Vater. Okay, gehen wir rein. Was hat der? Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Lass mich in Ruhe. Schlafen. Nö. Kann ich den nicht aufwecken? Dann warte ich jetzt eine Stunde. Das möchte ich gerne machen jetzt. Es wäre krass, wenn ich den einfach so aufwecken könnte, weil er liegt ja draußen rum und nicht in dem Bett. Scheiße, geh weg! Der Regen stört ihn aber nicht. Und die, da ist ein... Da ist ein Topf. Pass auf. Lass mich... Ist doch brutal. Noch eine Stunde. Komm, 8.30 Uhr, jetzt reicht's so langsam mal. Was suchst du hier? Was suchst du hier? Digga, willst du Stress? Du kriegst Stress. Der will nicht mit mir reden, ne? Drückt die ganze Zeit E. Ja, jetzt hat er sich was angezogen. Stopp! Ich gebe echt mein Bestes, das funzt nicht. Dann esse ich ihm jetzt sein Essen weg. Also die Taste E funktioniert theoretisch noch. Habe ich vielleicht ein bisschen viel gegessen? Aber warum geht es nicht? Warum kann ich jetzt nicht mehr chronisch reden? Wieso ging das nicht? Weil er in. Aber das war nicht ausgekraut, das Reden. Wenn sie in irgendeiner Aktion sind oder gerade nicht wollen, dann ist das ausgekraut. Jetzt. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Mir schulde ich gar nichts, sondern dem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. Jetzt gibt's Stress. Jetzt gibt's Stress. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist ja wohl nicht sein Ernst. Weißt du, ich könnte dich hier und jetzt töten. Wann immer mir danach ist, du Hasenfuß. Ach ja? Misserfolg. Nur zu, zeig's mir. Okay. Ich glaube, ich muss es gleich nochmal machen. Jebat. Ich hab zu viel gegessen, ne? Au. Gut getroffen! Au. Sage mal. Arschloch. Verdammt! Wieso hat er eigentlich keinen Respekt? Ich verstehe das nicht mit dieser Scheißleiste, ne? Es hieß doch, wenn ich mehr Punkte habe. Und oft habe ich Misserfolg. Das ist auch einfach doof. Stirb! 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 Das ist nicht verdient. Autsch. Oh mein Gott. Jetzt habe ich das auch mal hinbekommen. Jetzt bist du am Arsch. Muss das nochmal machen. Jetzt gucken wir uns die Wachen zu. Ich bin tot. Du bist bewusstlos. Machen wir das Ganze doch einfach nochmal. So, da ist er. Nisch. Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Wir machen das nochmal. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Mir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. So. Ich habe ja gedacht, dass ich bedrohlich wirke. Ne? Das hatte ich halt gedacht gehabt. Jetzt ist allerdings... Für ihn habe ich Ruf 20.
Ich habe 5, 6 und 9. Egal, was ich mache, es wird halt nichts bringen, weil er hat gar keinen Bock auf mich. Was soll ich jetzt machen? Ich nehme jetzt einfach was anderes. Ich glaube, wir werden uns am Ende prügeln müssen, oder? Sei vernünftig. Probier das mal. Du kannst dich nicht ewig rauswinden. Hört ab! Du kannst mir nicht ewig auf die Pelle rücken. Ich könnte dich hier und jetzt töten, bringt halt auch nichts. Obwohl ich da scheinbar 9 habe. Also, dachte ich. Steht da ja. Also, ja. Dann würde ich... Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Hältst du das für klug? Tue ich nicht. Ah, das hat geklappt. Na schön. Ich habe Schulden bei dir. Und was soll ich machen? Glaubst du, du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich habe. Aber vielleicht... Sklaven? Vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst. Wenn du dann die Schulden vergisst. Wie bitte? Oh, wenn ich aber irgendwas klauen muss, dann finde ich das ehrlich gesagt nicht ganz so toll. Na gut. Spuck schon aus. Nix da. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Ich müsste mich sonst prügeln, ne? Und das geht wieder schief, weil der hat irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob was der ist. Also schön. Raus damit. Als wir aus Scarlets geflüchtet sind, habe ich was aufgeschnappt. Aha. Kein Schimmer, wer es gesagt hat. Ein Wunder, dass ich überhaupt was gehört habe. Jedenfalls hatte einer unter einem Taubenschlag Münzen versteckt. Unter einem Taubenschlag? Das ist alles? Mehr weiß ich nicht. Wie viele Taubenschläge kann es in Scarlets schon geben? Wenn du die Eier hast, zurückzukehren, findest du ihn bestimmt. Hm, wir werden sehen. Oh mein Gott. Das Spiel hat aber gespeichert, also wir können es ausprobieren. Wenn ich jetzt nach Scarlet zurückgehe, als ich das letzte Mal da war, ging es ein bisschen schief, würde ich mal sagen. Also ein bisschen ist gut, ne? Ich das jetzt... faul. Nicht faul? Wo müssen wir denn hin? Der kommt da doch nicht an. Wie viele Nächte sollen denn hier vergehen? Wie lange brauche ich denn? Das Game hat ja von sich aus gespeichert. Oh mein Gott. Meine Gesundheit ist noch da, meine Energie. Mhm. Geht runter. Ich hätte vielleicht doch noch was essen sollen. Ich hab den Hund dabei, ne? Ich hab den Hund dabei. Ich weiß nicht, wie spät schon ist. Nein, ihr meint jetzt zwar nicht so viel so Schnellreise und sowas. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock, das zu reiten. Pilger, auf der Straße kommt ja ein Pilger entgegen, der wohl das Gespräch sucht. Der sieht nicht gefährlich aus. Aber was mache ich jetzt? Wen? Ehe. Gucken wir es uns an. Willst du ein paar Münzen verdienen? Ich habe einen Plan. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Er ist hier! Stress. Ich will dein Geld. Hinterhalt. Wir haben ja gespeichert. Ganz schnell. Macht eigentlich der Hund jetzt was? Ich habe eine Schnittwunde. Ich habe halt keine Ausdauer, ich bin tot. Du bist im Kampf gestorben. Okay. Es ist ein Hinterhalt. Ich würde es nochmal probieren. Da ist nur eine. Aber meine Sachen sind halt sehr, sehr, sehr kaputt, ne? Die würde ich jetzt auch erst danach wieder linksen. Ansonsten kann ich auch sagen, meiden. Würde ja auch gehen. Ich würde es immer gerne probieren. Ich weiß nicht, wie viel der Typ aushält. Ich muss besser blocken. Und dann mache ich diesen neuen Angriff, den ich ja gelernt habe. Das ist auch... Okay, wir haben hier was Neues. Tod am Wegesrand. Oh
Gott. Ein Händler. Was? Jesus. War's nicht. Was machst du da, du Mörder? Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Ich habe dich die Leiche plündern sehen. Ich wollte nachsehen, ob ich vielleicht noch helfen kann. Aha, hast du was herausgefunden? Da war leider nichts mehr zu machen. Na schön, du scheinst doch unschuldig zu sein. Gut, dass du es einsiehst. Okay, das hat geklappt. Ich frage aber mal, was sie hier gemacht hat. Und was hast du hier eigentlich gemacht? Was meinst du damit? Wie bitte? Die hat eine Mordwaffe? Was ist das? Ach, ich kann vielleicht hoffen, dass sie eine Mordwaffe hat. Du trägst die Mordwaffe bei dir. Du wirst nicht beweisen, dass es die Mordwaffe ist. Aber ich werde beweisen, dass ich damit umzugehen weiß. Oh Gott. Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. In Ordnung. Ich war's. Ich wollte ihn nicht töten. Aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Er stolziert mit vollem Geldbeutel herum und ich habe nicht mal was zu essen. Du musst es doch niemandem erzählen, oder? Und du wirst es nicht bereuen. Alter. Es kommt bestimmt jetzt raus, ne? Wenn ich sage, dass ich sie gehen lasse. 25 Groschen habe ich bekommen. Dorfbewohnerin. Von wo denn? Ich weiß nicht, wo ich bin. Letschko. Dann kann ich jetzt aber den Händler plündern. Dann kann ich auch gleich alles nehmen. Und das Brot kann ich dann essen. Ich habe zwar jetzt geklaute Sachen bei mir, richtig vorteilhaft. Kann der geklauten Sachen mal der Satteltasche rüber teleportieren. Und es halt waschen und danach verkaufen. Die Sachen sind halt auch richtig viel wert, ne? Von dem Händler. Und damit habe ich nichts Geklautes dabei und wir können weiter. Und ich glaube, das hat geklappt. Und ich habe nichts Schlimmes. Ich glaube, es ist nichts Schlimmes passiert. Oder es wird noch was Schlimmes passieren. Ach du meine Güte. Und ich glaube, das war der Ruf jetzt in Letschko. Sie gehörte... Nee, Letschko meine ich. Und sie gehört dahin. Gehen wir weiter. Also es passiert immer was anderes auf so einem Weg. Aber so einen Pilgerer will ich nie nochmal treffen. So ein Hinterhalt. Das ging jetzt einigermaßen gut aus. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Überhaupt null. Ich habe ja schon so eine Probleme. Ich möchte gerne einfach mal einen besseren Ruf bekommen. Hinterhalt. Dien. Misserfolg. Ich guck gerade echt, ob wir fliegen können, ne? Wie lange muss ich denn rennen, bis sie mich nicht mehr verfolgen? Wenn es überhaupt klappt. Oh, hat geklappt, ne? Ich glaube, es hat geklappt. Die Kreuze sind weg. Also die Schwerter. Oh, auf dem Rückweg dann wahrscheinlich wieder. Oh, je mehr, ne? Oh, je mehr. Hier wird noch so viel passieren. Und wo ist jetzt mein Hund? Da. Pack mal die Waffe weg. So, ich bin in Scarlet's.
Das ist so krass, was hier alles für Überfälle sind und so. Was sie hier alles machen. Lasst mich doch in Ruhe. Sie wird wahrscheinlich auch aussehen wie so ein Plünderer. Aber ich habe ja gewohnt. Wir sollen jetzt nach so einem Taubenschlag Ausschau halten. Die wollen mich doch verkackeiern. Also im oberen Bereich. Komme ich denn nochmal hier rein? Da ist zu. Ich gehe jetzt mal. Es gibt, glaube ich, nur einen Eingang. Da bin ich auch schon mal reingegangen und dann gab es diesen anderen Stress. Ich erinnere mich. Es lief nicht gut. Also jetzt wird es auch nicht gut laufen, ne? Da liegt was nicht Lebendiges. Ein Pferd. Okay. Wo ist denn mein Hund? Kann ich den mal wieder loben? Der hat sich versteckt im Gebüsch. Damit er hier ein bisschen, weiß ich nicht, mich beschützt wird. Geht nicht. Kann nicht mit ihm reden. Ne, ist das jetzt schon wieder bestimmt anderthalb Tage ganz her? Fein. Weiß ich nicht, ein Tag vielleicht. Okay, er ist nicht so begeistert, so wenn ich das mache. Sobald ich was zu essen finde, kriegt er auch was. Aber ich finde halt auch einfach nichts. Was ist denn jetzt dieser Eingang? Ich denke die ganze Zeit, ich werde überfallen, ne? Wurde ja erst überfallen, als ich hier rein bin. Da sind welche. Ja, dann, gucken wir es uns an. Gespeichert ist. Komme ich an den vorbei? Wie komme ich an den vorbei? Hey, wer ist da? So. Ganzen Leute, die hier plündern, ne? Ich finde es ein bisschen krass, dass man selber dann hier auch so verdächtigt wird. Ich habe hier doch gewohnt, vielleicht will ich hier nur noch was holen. Was ich vergessen hatte oder so. Wisst ihr, was ich meine? Komm ich da durch? Reichen wir mal. So, da ist ein Taumenschlag zum Beispiel. Für mich zumindest so aus. Ich weiß ja nicht, ob man mich sehen könnte. Schleichen bringt richtig viel, wenn ich so laut bin. Die Frage ist. Was ist das? Wer bist du? Wie könnte ich denn hier buddeln eigentlich? Ich habe keine Schaufel dabei. Das zählt nicht. Vielleicht ist ja da eine Kiste darunter oder so? Hier ist auch eine. Was sind hier viele Taubenschläge? Was ist doch das? So ein Vogelhaus in groß. Ich weiß halt nicht, ob da dann irgendwas steht oder ob wir überall irgendwie eine Schaufel für brauchen, um dann zu buddeln. Warum mache ich jedes Mal so eine Kacke? Da ist nichts. Oder in dem Taubenschlag. Wartet mal. Der Schatz. Unter dem Taubenschlag. Ich habe kunisch aufgesucht, um ihn an seine Restschulden bei Vater zu erinnern. Er stand vorher schon nicht gut da, aber als Flüchtling ist es nur noch schlechter um ihn bestellt. Nachdem ich ihn ein wenig Druck gesetzt hatte, berichtet er mir, dass er auf seiner Flucht aus Garlitz hörte, wie jemand Wertgegenstände sprach. Er steckt unter einem Taubenschlag. Den noch weiter nach oben.
Hab ja überhaupt keinen Bock auf Stress, ne? Da ist noch ein Turmschlag. Das ist doch so ein Teil. Oder bin ich jetzt komplett Banane? Ich könnte aber auch nicht da hoch. Und ich glaube damit, also ich denke jetzt nicht, dass es mit einem fetten Kreuz markiert sein wird. Aber irgendwie wird es ja wohl erkenntlich sein. Also irgendwie so ein paar Steinchen oder so, nach dem Motto, man hat probiert, was abzudecken. Viele Taumschläge wird es ja wohl nicht geben. Ha, ha, ha. Verarschen kannst du dich selbst. Ich fühle mich immer wieder verkackeiert, ne? Mach jetzt mal die eine Seite. Oh Gott, das ist gar nicht die eine Seite eigentlich. Also direkt bei dem Dingseingang stehen die halt. Und ich wette, nachher ist es da so ein Taumenschlag, aber ich kann es doch nicht mit drei Leuten auf mich nehmen. Mich nehmen? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Hier war der frühere Dingsplatz. Da habe ich gewohnt. Ist das auch in dem Bereich da drin? Hier könnte es auch sein. Okay. Und erstmal, ich schleiche mal wieder. Jetzt hier gleich. Ich weiß nicht, ob die nur da unten stehen. Aber später ist es da so ein Taumenschlag. Entschuldigung. Oh. Geht da jetzt aber per se kein. Da hängt halt nur jemand. Jetzt gleich noch auf der anderen Seite von dieser Straße gucken. Oder ich hätte einfach eine Schaufel mitnehmen sollen. Kann auch sein. So. Da hinten ist noch ein Taumenschlag. Ich gucke erstmal hier. Kann ich nicht noch was von zu Hause mitnehmen, wenn ich schon hier bin? Das ist ja wohl nicht klauen. Kann ich hier eigentlich Sachen ernten? Ein bisschen Hopfen. Das hatte ich schon mal geguckt, ne? Hier war jemand in meinem Haus. Okay. Man kann hier nichts mehr mitnehmen. Jetzt Kohl mitnehme. Wird eh schlecht. Ist es gleich. Wurde komplett leer geräumt. Außer meine Kiste scheinbar. Das ist ja wohl nicht klauen. Das gucke ich gleich nach. Das ist ja wohl jetzt kein Klauen. Sachen sind halt auch so krass kaputt, ne? Ne, ist kein Clown. Okay, okay. So, ich wollte schauen, wie es aussieht mit Sattheit. Dann kann ich gleich den Kohl essen. Ungekocht. Das macht man so. Oh, jetzt habe ich zu viel gegessen mal wieder. Ups. So, gehen wir zu dem einen Taumenschlag, den ich hier oben gesehen habe, und dann gucken wir auf der anderen Seite nach. Und ich fühle mich schon dezent verarscht. Ich weiß nicht, ob man hätte irgendwie, ich habe jetzt auch nichts gesehen, dass man sagen kann, sowas wie Taumenschlag kontrolliert oder so. Wisst ihr, was ich meine? Dass man das Heinrich irgendwie sagen kann. Oder wenn jetzt hier nichts ist, dass man kunisch sagen kann, ich habe jetzt 20 Taumenschläge mir angeschaut. Bei keinen war etwas. Dass man das sagen kann. Das würde ja, hätte man ja vorher quasi irgendwie klären müssen. Ah, beginnen zu graben. Hier, okay, du hast keine Schaufel. Hier ist es. Ich brauche eine Schaufel. Shit, hätte ich sowas mitnehmen sollen, ne? Jetzt habe ich auch Glück und hier ist eine Schaufel. Ich laufe mal ein bisschen unauffällig rum und suche eine Schaufel. Je nachdem, ob wir eine finden oder nicht, melde ich mich dann
gleich wieder. So, ich bin wieder da. Hab ein paar Herzinfarkte überlebt. Ich musste wieder zurück. Es ist auch schon der nächste Tag. Ich habe keine Schaufel gefunden. Ich bin zurück, um meine Schaufel aus meiner Kiste zu holen. Ich hatte nur minimal Glück. Also ich hatte Glück, zweimal Erfolg gehabt. Auf dem Rückweg hatte ich einmal Erfolg gehabt und konnte diese Mini-Dings übergehen. Und auf dem Hinweg auch, aber es war gerade ein bisschen arg, wieder hier reinzukommen. Weil hier doch diese komischen Menschen vor der Tür stehen, vor dem Tor stehen. Die sind aber irgendwie rausgerannt aufs Feld und ich weiß es nicht, es war richtig weird. Ich muss mal gucken, ob ich hier gleich wieder zurück nach Hause komme oder nicht. Was ist das? Bild, bitte. So, was gibt's hier? Ganz viel kaputte Sachen. Was soll ich denn damit? Das ist ein Schatz? Das ist nicht der richtige Schatz. Das ist nicht der richtige Schatz. Wird mir das jetzt. Okay, es wird mir auch nicht was geklaut angezeigt. Dann halt verkaufen, ne? Solange ich Platz in meinem Inventar habe. Dann schmeiße ich später weg. Oder ich schick's rüber zu meinem Pferdchen. Shit, ne? Das heißt, wir haben es noch gar nicht geschafft. Wie viele Leute verstecken hier denn etwas bei so einem Taubenschlag? Scheiße. Er hat jetzt schon 20 Herzinfarkte. Weil hier irgendwelche Leute drin sind, die mich mit einem Schlag, glaube ich, niederknuppeln könnten. Hier oben gibt es aber keinen weiteren Taubenschlag. Das heißt, ich muss wieder runter. Heilige Makrele. Ist hier genau mein Ding, ne? Ich mag sowas gar nicht. Richtig mein Ding. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit meinem Energielevel aussieht. Das könnte auch ein bisschen zurückgehen. Das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Ist auf der Seite denn noch ein Taubenschlag? Drüben hatte ich ja 4 oder 5. Da, die hatten wir ja schon gefunden gehabt. Da konnte ich aber nichts auswählen. Da mitten auf dem Platz ist ja so ein Teil, ne? Ich wette, das ist es. Mitten auf dem Platz. Das ist es von der anderen Seite. Nee, da stand nichts dran. Da war ich dran. Da konnte man nichts machen. Da war ich dran. Da gab es keine Auswahlmöglichkeit. Und gerade richtig gutes Bild laden, muss ich ja mal sagen. Was mache ich hier? Also es ist ja noch immer markiert. Also die Klamotten, die vergraben waren, sind nicht das, was wir suchen. Noch auch ein Schatz sein. Auf der Seite gibt es einfach mal nicht so einen Taubenschlag. Hier auf der Seite. Ist alles auf der anderen Seite. Aber bei denen war ich doch. Da konnte ich nichts auswählen. Ich bin verwirrt, ne? Dem war ich auch dran, bei dem da in der Mitte. Jetzt sind die nicht, weil die hier rausgerannt sind. Fragt mich nicht, wo die jetzt sind. Die sind vorhin einmal rausgerannt. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zu allen Taumschlag-Gedönsachen. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen. Das Ding ist ja auch einfach mal kaputt. Da komme ich ja gar nicht ran. Das wird es ja wohl nicht sein. Hier war ich auch. Da konnte man nichts auswählen. Doch. Ich habe einfach nicht richtig geguckt. Man kann bei allen Sachen ausgraben. Vielleicht kann man einfach bei allen Sachen auskramen.
Okay, also Klamotten habe ich irgendwann genug, zumindest Klamotten, die Kapuze. Warum verkriegt man denn so viel Klamotten? Für den Fall der Fälle oder was? Komme ich wieder nicht raus. Der ja quasi Todesloch. Wenn die gerade nicht da sind, weil die irgendwo hingerannt sind, kann ich ja da jetzt genauer gucken. Ich wette, es ist das Ding, ne? Weil das hier in der Mitte ist, wo sonst immer die Typen stehen. Hier kann ich nicht kramen. Brennnessel. Mm-mm. Sind die? Wie viel wert, was die anhaben? Kannst nicht spurten. Kannst nicht spurten, wenn du überladen bist. Schlimm, oder? Schlimm, schlimm. Und die Sachen müssten jetzt geklaut sein, genau. Zu meinem Pferd. Ja, ich dachte gerade, warum nicht, ne? Noch was geklautes? Ja. Ich werde hier öfter mal angehalten. Sonst habe ich nur kaputte Sachen dabei. Ausgekramt habe. Okay. Also bei dem Ding. Warte, ich guck nochmal genauer. Vielleicht, weil ich gerade in der Hocke war. Nee, ist halt echt. Ich habe Angst, dass sie wieder reinkommen. Ich mag sowas nicht. Hier ist nichts. Ah, Jimmy. Da muss man die in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Das Taumschlaggedönszeug. Jetzt da hinten nochmal. Ah, das ist das Haus, was ich mit Scheiße beworfen hatte. Mit meinen Jungs. Natürlich. Machst du was doch nicht. Nicht einfach so. Es ist echt schwer, diesen Schatz zu finden. Schatz. Bei den anderen. Aber hier sieht es auch nicht so aus. Bei den anderen sah es so aus, als könnte da was sein. Ich werde hier doch verarscht. Das könnt ihr mir nicht sagen. Ich werde hier doch verarscht. Hier gibt es in Wirklichkeit gar nichts. Nicht Löwenzahn mit. Oder könnte es vielleicht auch weiter weg sein? Bei den einen hat man so ein bisschen gesehen, dass da was vergraben ist. Hä? Jetzt hatte ich doch alle, oder? Muss hier irgend so ein Ding geben, was ich noch nicht hatte. Das macht mich fertig, ne? Sehr, sehr doll. Ist denn jetzt dieser Taubenschlag? Es tut mir wirklich sehr leid. Ich finde den nicht. Hier bei der Kneipe vielleicht. Auf der anderen Seite hatte ich gar nichts gefunden. Die ganzen, die da am Baum hängen, ne? Wenn es hier nachher eine Schaufel gibt. Flipp ich aus. Hier ist aber auch keine. Ein Taubenschlag. Kann man da hoch? Nee. Ist auch alles kaputt, nehme ich an, ja. Ah, Jimmy, wo ist denn dieser Taubenschlag?
Aber das Problem ist, es gibt ja auch nicht diese Option, wie man halt keinen Schatz gefunden, sondern nur die Dingssachen. Das heißt, hier muss es noch irgendwas geben. Diese kaputten Sachen, ne? Ich habe, wenn der Hund anfängt zu bellen, denke ich immer, hier werden gleich überfallen. Oben war ich bei dem einen. Das nicht, wenn man hier langlaufen muss. Den da habe ich schon kontrolliert. Genauso wie die anderen beiden bei dem Haus, was man beworfen hat. Ich hätte halt gedacht, das hier. Das sieht aber hier auch ein bisschen komisch aus, ne? Weil das hier so mittig ist, hätte ich es gedacht. So auffällig. Da drüben auf der anderen Seite gibt es sowas wie einen Taumschlag nicht. Ich bin verwirrt. Ich bin richtig doll verwirrt. Richtig doll. Kann noch zu dem hier. Ach, da ist noch eine. Ach nee, das hatte ich ausgegraben. Gab hier doch noch diesen verbrannten Taumschlag. Den noch mal genauer an. Nicht so genau geschaut. Könnte es ja auch so. Ja, hier kann man auch kramen. Ich verstehe aber jetzt noch nicht genau. Ich verstehe gerade die Logik einfach nicht, wo hier jetzt was sein könnte und wo nicht. Okay, ich glaube, jetzt haben wir was. Wir haben Gerans Becher und wir haben Geld. Kunasch hat die Wahrheit gesagt. Ja, zum Aber Glück. den Kelch kenne ich doch. Er gehört Beran. Und der ist wohlauf. Ich habe ihn in Ratai unter den Ja. Flüchtlingen gesehen. Er trägt stets rote Kleidung. Was nun? Okay, das heißt, wir müssen den Becher zurückbringen. Oder wir können ihn zurückbringen, wenn wir nett sind. Wenn wir nett sind, können wir das machen. Denke ich jetzt. Nehmen es jetzt doch mal stark an. Schnell, also Schnellreise. Ich probiere es aus. Gespeichert ist. Gut. Da war jetzt niemand im Weg. Hinterhalt. Misserfolg war klar, ne? Ich habe zu viel durchgemacht, um das jetzt auf mich zu nehmen. Es hat auch schon mal geklappt, das Weglaufen. Diesmal scheinbar nicht so gut. Doch, jetzt. Ist immer so eine Prozentzahl, ob man das schafft oder nicht. Das ist purer Stress und ich bin erst da, ne? Purer Stress. Mein Energielevel könnte besser sein. Oh ne. Nochmal Misserfolg. Was? Was zum Teufel hast du da gerade gesagt? So. Ich habe Herr Heinrich aus Versehen jemand beleidigt oder was war das jetzt? Auf Querfeld ein, ne? Um mich zu verstecken. Okay, wir haben abgehangen. Nee, 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 nee. Das können wir gerne wann anders machen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber jetzt ist mir das etwas zu. Nee. Einfach nie. Nee. Ach, jetzt laufen wir da querfeld ein. Nachts ist es übrigens gleich. Unterwegs stößt du auf eine Leiche. Du weißt nicht, wer der Mörder ist, aber ein Schild fest. Das riecht nach Ärger. Meiden? Erfolg. Ich weiß, wir hatten zwar da schon einmal Erfolg gehabt, aber ich möchte gerade einfach nichts riskieren, ne? Ich habe ja schon genug riskiert, dass ich überhaupt da hingegangen bin. Kommt, ich bin jetzt fast zu Hause. Jetzt sollte ja wohl nichts mehr passieren. Oh ja, zum Glück. Zum Glück.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, die Sachen, die ich jetzt eingesammelt hatte, waren die geklaut, der Becher? Hm. Könnte den Kohl ja mal essen. So. Kann ich es eigentlich auch verschenken? So, Berans Becher, das ist nicht... Also, ne, ich will jetzt keinen Alchemietisch benutzen. Danke dir, danke dir. Wir gehen weiter. Jetzt laufe ich ja kurz selbst. Beran, den Becher zurückgeben. Vielleicht hilft uns das ein bisschen bei unserem Ruf. Ich habe da doch immer so gute Karten. Was Rotes soll anhaben, ne? Wie ist das? Ich habe da sehr viel Glück immer bei diesen Geschichten. Ich würde es jetzt einfach mal abgeben. In der Hoffnung, dass es normaler Dorfbewohner meinen Ruf wirklich ein bisschen aufbessert. Weiß es nicht, ich komme einfach nicht. Ich dümpel da um die 50 rum. Und meistens habe ich Talent dafür, dass der Ruf sich verschlechtert, anstatt verbessert. Vielleicht habe ich damit halt wirklich Glück. Das würde ich ausprobieren, wenn ich ihm den Becher gebe. Es ist ja unterteilt, der Ruf. Und die Flüchtlinge halten so wenig von mir. Vielleicht kriege ich es damit besser hin. Er hat was Rotes an. Da unten ist niemand mit was Rotem. Ich habe den doch auch schon gesehen. Ich weiß nicht genau, wo er bettelt, aber ich habe den doch schon mal gesehen. Und rote Sachen soll er tragen. Da steht gar niemand mehr beim Pranger. Das irritiert mich. Die Folge war jetzt etwas, ja, ich musste suchen. Sorry dafür. Vielleicht nicht so spannend, wenn überhaupt irgendeine Folge spannend ist, aber konnte ich auch nicht wissen. Ich musste schneiden. Ich wusste jetzt auch nicht, dass man eine Schaufel mitnehmen muss. Ich werde die Schaufel jetzt einfach mal bei mir behalten. Die wiegt hoffentlich nicht so viel. Hier, was Rotes. Ja, hier. Nee, das ist Löckchen. Das ist Kunisch, auf gar keinen Fall. Obwohl, vielleicht kann ich mit dem auch nochmal reden. Vielleicht so Interaktionen, die ich ihm quasi Bescheid geben kann. Ist der denn, Beran? Hab alles verloren. Hab auch alles verloren. Ich finde ihn nicht. Was immer ihr habt. Dann muss ich nochmal unten beim Marktplatz gucken, ob ich ihn finde. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es ist noch nicht ganz dunkel und so. Aber vielleicht, ja, mal ich euch, ob ich mit Kuhne sprechen kann. Jetzt geht irgendwas schief. Ich sollte doch deinen Schatz holen gehen. Ich kann halt wirklich. Und hast du ihn? Er gehört Beran. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Als ob. Die Schulden sind also nicht getilgt. Aber was anderes habe ich nicht zu bieten. Was? Hat sich das damit jetzt erledigt? Schade, ich dachte gerade, wir können noch ein bisschen aufmüpfig sein. Nicht, dass ich mich mit dem Typ nochmal schlagen möchte. Er spielt mit unfairen Mitteln. Kämpft mit unfairen Mitteln. Beran, wo bist du? Ich habe einen Kelch für dich. Und, vielleicht bettelt der dann später nicht mehr und kann sich hier vielleicht einen Job oder so holen. Das wäre natürlich auch cool, ne? Wäre schon gut. Kann ich meinen restlichen Kohl hier verkaufen? Heilige Maria, du stinkst! Ich weiß. Ich kann nichts verkaufen, wenn ich stinke. Okay, wenn ich stinke, kann ich nichts verkaufen. Gut zu wissen. Stefan, aber der hatte eine rote Hose an. Bin aber schon, pingelig hier. Ja, ich wasche mich demnächst wieder. Chillt mal. Psst. Komm her, junger Mann. So, weil der hat diesen extra Auftrag, ne? Ist aber auch normaler Landstreicher. Vielleicht hier unten.
Beran. Knacken. Erstmal beklauen. Ich habe keine Ahnung, ne? Wieso ist ein Dorfbewohner da unten? Will dem doch sein Kelch zurückgeben? Nein, ich will auch nicht schon wieder schneiden. Das kotzt mich an. Wo ist der Junge? Kommt. Ich will auch einmal hier sinnvoll was fertig bekommen. Ich fühle mich so verarscht, ne? Ich fühle mich so verarscht. Wo ist der? Jetzt verliere ich die Geduld. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich mir denke, nö. Jetzt kriegt er seinen scheiß Kelch nicht zurück. Ich krieg die Krise. Zählt das als Rot? Sigismund ist fort. Aber noch wimmelt es überall von seinen Scherben. Beran! Er bettelt nicht. Wie soll ich den finden, wenn der nicht bettelt? Ich glaube, ich habe in Scarlets etwas gefunden, das euch gehört. Was meinst du? Was bleibt mir armen Wicht? Dem Sigismunds Meute das Haus. Bitte sehr. Abgefackelt hat. Oh, verbessert. Heilige Maria und Josef, danke. Du Bitte. Weißt gar nicht, wie sehr du uns geholfen hast. Und falls du meine Gattin kennst, weißt du, dass du mir den Hintern gerettet hast. Mhm. Ich sollte dir das vielleicht nicht sagen, aber Kunesh war auch hinter den Sachen her. Er wollte, dass wir sie behalten. Was? Ja. Dem werde ich... Ich meine, ich werde die Leute vor ihm warnen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier, viel habe ich nicht, aber du hast uns geholfen. Okay, ich habe Groschen und Kelch zurückgegeben und 20 Groschen habe ich zurück als Belohnung bekommen. Okay, erstmal muss man hier stinkig werden, dass man ihn findet, aber er bettelt auch nicht. Wie soll ich ihn dann finden? Ich finde den doch dann nicht. Es ist doch hier schon wieder... Genau mein Ding. Kann ich mich hier irgendwo waschen? Nö. Ich werde jetzt hier unter jedem Taumschlag buddeln gehen. Lassen wir das. Es war mir ein schaufeliges Blumenpflücken. Ciao.